So, servus hier meine sehr geehrten Damen und Herren vom 14. März 2023. Ja, es ist soweit, alle neuen Hybridbusse sind in Linz angekommen. Jetzt haben wir 76 von den Nummern 101 bis 176 und noch zusätzlich 12 Solobusse von den Nummern 421 bis 433. Alle Erdgasbusse sollen ja um Ostern herum dann wegkommen. Ja, und ab heute, also seit heute, ist der erste Tag, wo die ein paar vereinzelte Nummern von der Nummer 161, 176 schon fahren. Die wurden ja in den letzten Tagen, letzten Wochen frisch angeliefert. Genau, und das ist jetzt sozusagen auch meine gleichzeitig erste Fahrt hier auf der Linie 12. Ja, und alle neuen haben noch keine Werbung oben, aber das wird sich dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen ergeben. Und sie haben halt diesen typischen Neuwagenduft innen drinnen. Und auch Veränderungen, da zeige ich dann auch noch, was sich verändert hat. Es gibt jetzt nicht mehr diese Glocke, wenn wer einsteigen oder aussteigen möchte zum Drücken, sondern ein neues Soundsystem. Schauen wir, ob wir das noch hören. So, vom Design hat sich eigentlich wenig bis gar nichts geändert. Da haben wir nur die Fahrerkabine, aber die kennt ihr seit dieser Woche nur allzu gut. Dann wieder Kameraausstattung, alle Displays funktionieren. Was mir schon aufgefallen ist, die Türen gehen erstaunlich noch leise zu. Wir sind natürlich dann mit der Abnutzung auch ein bisschen ändern. Aber jetzt dabei, eben wie schon gesagt, hat Neuwagenduft, ganz neue rote Ledersitze. Vom Feinsten. Also, funktioniert alles. So, hoffen wir uns aber entkehrt den Ton im Video, aber ich denke schon. Gut, na dann, die werden jetzt wieder viele, viele Kilometer, viele, viele Jahre in Linz bleiben, also Kilometer zurücklegen. Ja, und dann würde ich schon wieder sagen, Servus und bis zum nächsten Mal.